Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Cult of the Lamb Stream. Heute. Oh, wir haben fast die 3 Monate voll. Wie schnell die Zeit verfliegt. Heute will ich. Den dritten. Den dritten Gott kriegen wir heute nicht platt. Aber ich will tatsächlich heute ein bisschen die Untiefen erkunden. Und irgendwie ist mir so, als wäre noch irgendwas anderes auf der Liste. Aber das kriegen wir noch raus. Warum glaubt niemand mehr an mich? Was ist da los? Muss ich mal gegenarbeiten. Aber sowas von. Rituale. Wie viele Pilze habe ich? Ich habe 91. Na, perfekt. Weil dann machen wir nämlich das mal. Wie viele Knochen habe ich? 400. Super. Dann machen wir jetzt mal ordentlich Bambule hier. Hier, meine lieben Schäflein. Genießt den Rausch. Und wo wir gerade dabei sind. Begrüßen wir doch einen alten Freund in unserer Mitte. Wen erwecken wir wieder? Wir erwecken Shelly wieder, wie es aussieht. Die sterben auch manchmal schnell weg. Zähnchen! Oh, tut mir leid, Zähnchen geht vor. Zähnchen ist Stufe 10. Ach ja, und die zwei Versager. Die beide bei derselben Mission gescheitert sind. Zur gleichen Zeit auf jeden Fall. Zur selben Zeit an einer Mission gescheitert sind. Zähnchen. Wir erwecken Zähnchen wieder, weil Zähnchen ist gut dabei. Willkommen, Zähnchen. Willkommen zurück unter den Lebenden. Und wenn wir jetzt eh schon die Chance haben, hier ordentlich mal Rambazamba zu machen. Machen wir das. Mal, come on. Wie könnte ich nicht? Ihr werdet schön für mich beten. Beten, beten, beten. Ich wünschte, ich könnte euch noch mehr ausbeuten, aber ich kann es leider nicht. Und ich glaube, ich werde mal ein bisschen Geld einkassieren. Die Switch ein bisschen ins Schwitzen bringen. Ich merke gerade, mein Setup ist noch nicht perfekt für die Webcam. Das lief irgendwie am. Sah zwar nicht so schön aus wie heute insgesamt, aber grundsätzlich würde ich sagen, lief es stabiler. Aber egal, das interessiert sowieso niemanden. Und morgen der Tiki-Dienstag ist ja sowieso ohne Cam. Aber ich bin ein bisschen dunkel gerade. Ich kann es gerade nicht ändern am Licht. Egal. Hätte Fahrradkette. So. So, meine Lieben. Nicht lange hier Zeit verschwenden. Kann ich noch irgendwas bauen? Muss kurz gucken. Kann und will ich irgendwas bauen? Ich glaube nämlich nicht. Für den Kompost brauche ich diese komischen Dinger. Hierfür genauso. Vielleicht bei Glaube? Kann ich bei Glaube irgendwas Cooles bauen? Nee, ne? Ja, aktuell kann ich nichts bauen. Ich werde mal hier kurz nochmal alles abernten. Und dann geht's weiter. Das Klo muss ich noch. Nein. Ah, okay. Tentacha, ich segne dich. Ich wollte eigentlich nur das Klo lernen. So, hier wird schön geackert.
Muss mal kurz gucken, kann ich nicht ein neues Klo bauen? Ich glaube, ich wollte ein neues Klo bauen. Hey, Gretzko. Du seist gesegnet. Ja, ich wünschte, ich hätte wirklich bei dieser Sekte auch, dass die, nicht hungern. Fäkalien. Krankheiten. Du? Machen wir das. Und dann machen wir noch Fäkalien. Loyalität erhöht. Ja, machen wir davon noch zwei. Wir versuchen mal hier alles hochzubringen. Krankhafter Durchfall. Ja, komm, mach mal krankhaften Durchfall, oder? Nee, okay. Machen wir nicht. Machen wir lieber das. Das reicht immer noch nicht. Ich will ja, dass die... Reicht immer noch nicht. Ja, gut genug. Scheiß drauf. Okay. Du. Was ist der rote Augen? Wolltest du mich etwa verraten? Zähnchen? Zähnchen ist Level 11. Krass, krass, krass. Vielleicht brauche ich noch weitere Opferstatuen, fällt mir ein. Aber was ich auf jeden Fall jetzt machen werde, ist, ich werde hier noch welche losschicken. Zähnchen. Fast bei allen 100%. Oh mein Gott! Super! Okay, okay, okay. Wir wollen die auf jeden Fall alle so hoch wie möglich kriegen, weil hier, Zähnchen ist auf einer hohen Stufe, Zähnchen ist Gehirn gewaschen. Oh, Gehirn gewaschen macht auch was. Sehr schön. So, Zähnchen, du besorgst mal wieder Fleisch. Ich vertraue dir. Verkack's nicht. Viel Glück. Und wen will ich noch? Quali? Nee. Atze vielleicht? Honey. Honey, Honey, Honey. Honey, ja, Honey kann Fleisch besorgen. Oder Roggen? Ach, stimmt. Ich hatte ja noch die Quest offen, dass irgendwer los wollte. Okay. Dann kann Roggen los. Roggen kann mir leider kein Fleisch besorgen. Der braucht zu lange. Besorgt er mir Knochen. Ich meine, ich habe gerade ordentlich Knochen ausgegeben. So, wo ist ein Flauschi eigentlich? Flauschi! Und ich werde das nicht aufgegessen. Komm schon, ich will meine Belohnung da einholen und dann... die sich ab. Danke, Anführer. Mein Glaube an dich war gerechtfertigt. Ich segne dich.
Bist du Spisa? Du bist Spisa. Spisa, dich müssen wir ein bisschen hochpäppeln. Was kann nicht sein, dass mein allererster Gläubiger nicht mehr in die Kirche geht. Und auch nicht mehr für irgendwelche Sachen da ist, außer für stupide Arbeit. Oh. Nicht gut, ich brauche eine neue Steinmine. Okay. Ah, gut, wir machen eins noch mit Gold. Und dann machen wir mal jetzt halb Stein, halb halb Holz. Ich glaube, so ist das ein guter. So. Sollte mal wieder Kacke ansparen, damit ich hier weitere Häuser bauen kann. So, ich. Oh! Halt, hier. Was brauche ich eigentlich nochmal für den Kompost? Ach, für den Kompost bräuchte ich diese komischen Eier, okay. Beziehungsweise, ich glaube, es sind halt wirklich eher Wollknäuel. Weil es würde zu dem Spinnengebiet passen. So, aber... Ich wollte eine Mine bauen. Eine Steinmine. So, und was brauchte ich fürs Klo? Klo Nummer 2 braucht... Ich glaube, ich spare mir das erstmal. Obwohl, ich baue ein Klo. Ich baue ein Klo. Und ich baue das aus. So. Gehen wir. So. Oder habe ich noch Quests auf? Außer diese Felsskulptur. Pilzskulptur meine ich natürlich. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich finde es übrigens wirklich gerade spannend, dass es heute ein bisschen zu duster ist, aber gut. Ich lerne noch mit der Kamera. Wieder falsche Menü, aber speichern ist nie verkehrt. Wollte ich hier gucken. Quests. Warum glauben die schon wieder nicht an mich? Die sollten doch eigentlich eingefroren sein auf dem höchsten Stand. Suche nach Sozo, das mache ich gerade. Leuchtturm! Ah, ich brauche ihm 25, aber trotzdem. 12. Gut, dass ich das gespart habe. Markieren wir das mal. Und das sind die abgeschlossenen. Wobei, das Kalamar ist klar. Ich muss die ja alle töten. Okay. So, inzwischen was Neues. Nö. Okay, ich nehme an, das ist auch alles an Gemüse. Ich bin mal gespannt. Ich tippe mal, dass ich irgendwann meine Gläubigen auch nach anderen Ressourcen suchen lassen kann. Nämlich nach diesen komischen Kristallen. Wäre ganz praktisch. Und oder diese Wollknäuel. Was kriege ich? Meister des Fachs. Allgemeiner Waffenschaden erhöht sich um 1,2. Sehr schön. Meister des Eifers. Eifer wird beim Betreten eines neuen Kampfraums vollständig wieder aufgefüllt. Cool. Müsste ich nur noch zaubern. Erhalte 5 Eifer, wenn du getroffen wirst. Flüche verbrauchen 25% mehr. Ah, das ist ein Flugrun. So. Eiferdolch. Ja, okay. Okay, ich weiß nicht, wo die ganzen Herzen da oben herkommen.
Also zwei also diese zwei Herzen scheinen wirklich davon zu kommen, dass ich für jeden besiegten Gott ein blaues Herz dazu kriege. Das erklärt aber noch nicht das kranke Herz. Ah, oh. Gehen wir weiter. Ich glaube, ich sollte mich jetzt auch nicht so viel versteifen auf das Ressourcensammeln. Oh nein, ich dusche schon wieder. Es scheint, als könntest du weder durch Krankheit noch durch Hunger aufgehalten werden. Und er bringt dich jedes Mal stärker von den Toten zurück. Du musst wissen, dass es nicht meine Idee war, die rote Krone zu verstoßen. Meine Geschwister, die anderen Bischöfe, sind dafür verantwortlich. Bitte, ich flehe dich an, verschone mich. Töte Shamura, aber schicke mich nicht in meinen Tod. Schicke mich nicht zu ihm. Du wirst meinen Tempel nicht finden. Ich werde hier sicher sein. Ja, ich werde sicher sein. Okay. Das ist der Erste, der bettelt. Oh, das ist spannend. So, wo ich denn jetzt hin? Ich glaube, ich gehe nach oben. Oh ja, mein krankes Herz verloren. Das ist nicht gut. Ich überlege gerade, hatte ich hier schon zwei Bosse platt, also zwei Mini-Bosse platt gemacht? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, ich hatte zwei platt gemacht. Au. Ne, doch nicht au. Au, jetzt war es au. Cool wäre ja gewesen, wenn es jetzt Tatsache, wenn es jetzt eine Quest wäre. Ach du Scheiße. Ich bin von überlegen, ob ich zu Shamura jetzt gehe, nur mal zu gucken, was passiert. Ich meine, ich habe genug Anhänger. Dann könnte ich auch gucken, ob ich wieder so ein Spinnenei finde. Wir machen mal den nächsten Gang, machen wir zum Spinnen. Zum Spinnenreich. Oh, hier wäre wieder er gewesen. Oh, ich habe neue Kristalle gesammelt, weil ich habe jetzt 18. Schon mal habe ich irgendwo 6 aufgegabelt. Sehr schön. Mondheitskette, das heißt, wir können wieder einen Gläubigen vom Schlafen abhalten. Das ist sehr schön. So, ich würde sagen, wir gehen zum Fragezeichen. Ja, wir nehmen hier diese beiden Fragezeichen mit, würde ich sagen. Ich weiß noch, dass ich früher auf Anhänger immer gegangen bin, aber inzwischen liebe ich es einfach, meine alten Anhänger immer wieder zu beleben. Was ich übrigens auch nochmal machen werde, wenn ich wieder aus dem Dungeon bin. Weil, come on. Wenn der Timer abgelaufen ist, warum nicht, ne? Oh, du hast eine Challenge wieder, ne? Okay, lass mal deinen Scheiß mal in Ruhe hier. Hallo, da Kreuzfahrer. Falls du es ohne einen Kratzer durch die nächsten paar Kampfräume schaffst, also ohne Schaden zu nehmen, zaubere ich dir eine Belohnung herbei. Aber wenn du versagst nun, dann gibt es nichts für dich. Okay, in den nächsten drei Räumen darf ich keinen Schaden nehmen. Komm, was sagt mir, das wird nichts. Egal, ich werde es versuchen. Wir gehen hier oben lang.
ist halt wirklich, dass Kalmar um sein Leben gebettelt hat. Okay, gehen wir weiter. Ich meine, ich sollte vielleicht auch wirklich meine Zauber nutzen, weil ich jetzt gerade so ein Zauber-Kartenset habe. Noch ein Raum. Come on. Oh. Geschafft. Hallo? Oh nein, come on. Tu mir das jetzt nicht an. Tu mir das bitte nicht an. Das Spiel ist eingefroren. Und da liegen zwei Schriftrollen. Es war so gut. Es war so gut. Ich muss versuchen, ja. War so gut. So, mal gucken. Wo setzt er mich jetzt wieder ab? Dabei will ich mal kurz was gucken. Nope. Das lassen wir mal. Okay. Oh nein, er hat mich wirklich komplett aus dem Run rausgeschmissen. Ich habe sogar die 6 Dinger da verloren. Ach. Oh, das ist ärgerlich. Tolle Wurst. Menno. Es war so nicht geplant. Da habe ich endlich mal meine Zauber mit Verstand eingesetzt. Alles für den Arsch. So, was haben wir? Wahre Sicht, 10%, 10% Chance, einen kritischen Treffer zu erleichtern. Krankes Herz, sehr schön. Plus zwei blaue Herzen. Und Fische. Cool. Oh, es ärgert mich. Gnadenlose Axt. Vor allem, ich habe sogar Zuwachs bei meinem Glauben gekriegt mit der letzten Waffe. Das ist so scheiße. Jetzt. Oh, das ist dumm. Ärgerlich. Da unten. Moment, hier unten war doch noch keiner, egal. Ich beschwöre mich nicht, dass die Gegner tot sind. Oh, das ärgert mich so sehr. Egal, machen wir jetzt das Beste draus. Versuchen wir hier noch irgendwo Kristalle einzusammeln. Wenn wir schon mal dabei sind.
Was krieg ich? Anker. Achso, nee, Ankertiefen ist das hier. Kristallbaum. Ja, ich werde meine kostbaren Kristalle sicherlich nicht dafür verschwenden. Ich werde übrigens mal gucken, dass ich auf Missionar 3 gehe. Als nächstes Upgrade. Weil ich glaube, wenn ich die Kristalle irgendwie noch zusätzlich kriegen kann, dann ist es über den Missionar, glaube ich. Einen anderen Weg sehe ich nicht. So, fahren wir hier noch kurz nach Kristallen. Das ärgert mich. Aber ich habe das Gefühl, die Zeit hat er trotzdem mitgenommen, aber er hat halt nicht den Run mitgezählt. Weil ich war noch nicht so kurz vorm Tagesanbruch. Ich bin auch mittags aufgebrochen zu dem Kreuzzug hier. Es ist auch ein weiterer Kritikpunkt, zumindest für die Switch-Version. Das ist jetzt, glaube ich, aber fairerweise muss man sagen, das dritte Mal erst, dass mir das Spiel abstürzt. Mir fehlen halt 4 Kristalle. Das ist auch sehr, sehr ärgerlich. Aber ich werde jetzt nicht mehr rumrollen wegen dem verlorenen Run. Beziehungsweise ich habe ihn nicht verloren. Ja, ich habe ihn verloren, aber ich habe ihn halt nicht verloren. Egal. Ich hatte heute tatsächlich kurz überlegt, als ich mir angeguckt habe, was diesen Monat so rauskommt, ob ich vielleicht Temtem spielen sollte. Auf der einen Seite hätte ich zwar Bock drauf, muss ich gestehen. Au. Aber auf der anderen Seite, oh mein Gott, es wäre halt ein weiteres Pokémon-Spiel und Pokémon kommt halt auch in, oh Gott, 2 Monaten. Und wie wenig wir wissen, bis jetzt offiziell. Erfrischend. Mal gucken, ob es noch so bleibt. Ein paar technische Sachen sind ja noch zu klären bei Pokémon, nämlich zum Beispiel, wie ist das jetzt nur mit den Leveln? In der Open World, die sie da bauen und in den Arenen. Ich glaube, es wurde schon offiziell gesagt, dass es kein Level-Scaling gibt. Was ich ein bisschen dämlich fände. Für das Konzept Pokémon, aber okay. So, sind wir hier. Mist. Weiter geht's. Für mich fehlt mir ja sogar der Dialog von vorhin. Egal. Okay, wir gehen hier lang, dann gehen wir da lang und da. Holen wir uns einen Gläubigen ab. So. Au. Komm her. Das halte ich hier übrigens auch nicht für richtig, dass die außerhalb des Raumes laufen können. So. Wer bist du denn? Oh, stimmt, deswegen sollte ich vielleicht neue Anhänger suchen, damit ich neue Form kriege. Was bist du denn? Du siehst aus wie das Flöt. Oder wie Sepa. Ich muss gucken, welche Farbe du hast. Ich glaube, das Flöt war lila. Neue Anhänger. So, sammeln wir hier schnell die Knochen ein. Leider keine Kristalle hier. Oh, wunderbar, man muss sich ja nur beschweren. Und jetzt habe ich zumindest wieder alle Kristalle, die ich vorhin hatte. Sehr schön. Gehen wir weiter. Okay, ich bin halt immer mehr davon überzeugt, dass diese komischen Wollknäuel
im Spinnengebieten-Zeitpunkt, weil dann hätte jedes Gebiet eine exklusive Ressource. Im Düsterholz waren es die roten Blumen. In dem komischen Sumpf waren es die Pilze. Hier sind es die Kristalle und dann sind es in dem anderen die Wollknäuel. So, und wer bist du? Hey du, ich habe von dir gehört. Du bist der Anführer von diesem Kult. Wenn du was springen lässt, bin ich vielleicht in der Lage, dir die Loyalität eines deiner Anhänger zu erhöhen. Okay. Wie ich Agretzko. Agretzko stirbt bald, aber die holen wir wieder. Ich glaube, ich mach's auf Bisa. Vor allem witzig, wie beide meiner... Obwohl, nee, Bartas ist relativ hoch schon, aber egal. Ich will Bisa hochleveln, weil Bisa halt immer noch mein allererster Gläubiger war. Bitte sehr. Die Fröhlichkeit selber. Okay, und was habe ich jetzt springen lassen? Habe ich Geld bezahlt? Okay, sein krasses Feuer. Kann ich nicht zaunzen. Was bist du überhaupt? So, kämpfen wir. Ich habe echt nicht aufgepasst. Habe ich irgendwas dafür bezahlt? Übrigens habe ich jetzt bei OBS Tatsache, ich weiß nicht, ob die jetzt heute mit dem Update kam, aber auf jeden Fall konnte ich heute endlich mal die Schriftgröße einstellen. Das heißt, ich sollte Tatsache, ich gucke zwar hier mal auch zur Seite, dass ich im Zweifelsfall auf meinem Tablet noch den Chat lesen kann, aber ich sollte Tatsache jetzt Chatnachrichten auch ganz bequem, ohne mich zu verrenken, lesen können. Schauen wir einfach mal. Das wird auf die Probe gestellt. Wenn ich raten müsste, wahrscheinlich morgen. So, mir fehlen noch 5 Kristalle für den Leuchtturmwärter. Ich bin mal gespannt, was ich denn kriege. Weil ich wieder so einen Teil kriege für... Für das Vlies, fürs nächste, wobei die Vliese, die jetzt noch... Oh, wer bist du denn? Baudi. Willst du einen Blick auf die schönsten Antiquitäten aus den Ländern des alten Glaubens werfen, Lom? Genau. Meine Schiffe fahren, ist Plimbos Geschäft geöffnet. Du bist Plimbo! Ach, dich bräuchte ich bei meiner Zweitsekte, da habe ich nämlich ein Auge für dich. Wenn dir das Lust auf mehr macht, besuch mich in meiner Zuflucht. Lauter feine legal erworbene Waren. Haha. Okay, Plimbo. Schmugglerstätte. Okay, ich werde auf jeden Fall zu Plimbo gehen. Weil ich meine, er hat ja nur... Oh, Kristall. Er hat ja schließlich... Nur legale Waren. Wir müssen zu Plimbo. Okay. Jetzt bin ich Motivation, den Run hier nicht wieder abstürzen zu lassen. Das ist doof, ich kann halt, glaube ich, auch nicht... Ne, das Menü wollte ich gar nicht. Ich glaube, ich kann... Nee, ich kann nicht speichern. Ich wollte nur mal auf Nummer sicher gehen. Oh, da bist du ja. Es scheint, als könntest du weder durch Krankheit noch durch Hunger aufgehalten werden. Und er bringt dich jedes Mal stärker von den Toten zurück. Du musst wissen, dass es nicht meine Idee war, die rote Krone zu verstoßen. Meine Geschwister, die anderen Bischöfe, sind dafür verantwortlich. Bitte,
Ich flehe dich an. Verschone mich. Du Jamura. Aber schicke mich nicht in meinen Tod. Schicke ich mich nicht zu ihm. Du wirst meinen Tempel nicht finden. Ich werde hier sicher sein. Ja, ich werde in Sicherheit sein. Okay, wir werden auf jeden Fall zu Shamuras Reich gehen. Einfach um rauszufinden, ob das irgendwas macht. Das irgendeinen Unterschied macht. Aber vorher gehen wir natürlich zu Plimbo. Was hast du denn für mich? Nekromantenschwert, zerstöre einen Gegner. Todesstreich. Oder die Nekromanten-Axt. Ich meine, wir bleiben erstmal bei der Axt, würde ich sagen. Und erhöhen einfach meinen Angriff. Was hatte ich denn hier? Gnadenloser Axt. Ach, das war das mit den Crits. Ja, nee. Wir versuchen es mal so. Ich bin doch eh gleich tot. Was nicht gut ist. Oh, yes. Ein Herz. Okay. Ab und zu findet man ja auch hier in dem ganzen Unkraut auch Heilung. Deswegen muss ich jetzt leider erstmal ein bisschen hier alles wirklich kaputt machen. Ah, Pech gehabt. Okay. Oh, wir sind schon durch. Was kriege ich? Kristallfels. Kein Bedarf. Ich bin ja wirklich fast gewillt, mir das nochmal auf der PlayStation zu kaufen. Aus demselben Grund, warum ich der Hades nochmal gekauft habe, nämlich um die Achievements dann einzusammeln. Aber hey, erstmal will ich es hier fertig spielen. Dann habe ich noch eine zweite Sekte, die ich fertig spielen will. Und dann auf jeden Fall irgendwann noch eine dritte Sekte, wo ich halt wirklich so böse zu meinen Gläubigen sein will, wie möglich. Oh. Oh mein Gott, der Jackpot. Wie gut. Gehen wir weiter. Es wäre mir nie was passiert. Also mir ist nie was passiert. Also, wer was anderes behauptet. Der lügt. Aber wie cool. Dann nehmen wir uns das noch. Wahrscheinlich hat mein Kult sowieso schon wieder so viel gebetet, dass alles überfließt. So, weiter geht's. Plimbo, endlich haben wir Plimbo gefunden. Au. Treff doch mal. So, sehe ich hier irgendwo noch einen Kristall? Okay. Aber Temtem habe ich gerade am Überlegen. Ich glaube, ich würde es mir wahrscheinlich nicht für den Vollpreis kaufen. Was es höchstwahrscheinlich sein wird. Oh Gott. Kristall! Kristall! Okay, mir fehlt noch ein Kristall und eigentlich brauche ich mehr, weil... Ich krieg gern wieder einen Abzug, wenn ich hier abdüse. Agretzko ist im hohen Alter gestorben. Quali hat die Eigenschaft Todesangst. Cool. Amal, Thea, warum hungerst du? Ich habe euch allen noch was gekocht, bevor ich gegangen bin. Ich wünschte, ich könnte irgendwen zum Koch ausbilden. Ich wünschte es so sehr. Oh, der Schmied. Was hast du für mich? Itaquas Berührung. Hervorbrechende Eissäulen, die getroffene Gegner einfrieren. Totenwächter, ein vernichtender Nahkampfangriff, der auf auch Geister beschwört, die Gegner angreifen. Oder Flammenschuss. Feuere. Ja, nee. Ich glaube, ich nehme das. Ich nehme den Totenwächter. Vielen Dank. Weil Temtem würde mich schon reizen, aber wie gesagt, nicht als Vollpreisspiel und nicht mit dem Gedanken,
dass ja in 2 Monaten auch Pokémon kommt. Mit der Nuzlocke. Und irgendwie hat man auch von Temtem nicht mehr so viel gehört, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Oh, nein, 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 da ist der Boss. Oder will ich direkt zum Boss? Nein, wir nehmen alles mit. Alles. Und es hat sich gelohnt. Göttliche Axt. Kching. Es hat sich gelohnt. So. Wiederverwerten. 2021 Münzen. Ich bin echt reich. Ich glaube, ich sollte mit der ganzen Kohle was machen. Mal gucken, was Plimbo so für mich hat. So, jetzt gucken wir uns den Boss an. Ey, sind das alles Quallenwesen? Okay, die Götterwaffen sind eigentlich schon Cheating. Ich habe das Gefühl, die werden immer einfacher, die Bossgegner hier. Ja. Wir sehen uns. So, was will ich denn? Ich will eine neue Anhängerform, glaube ich. Nehmen wir die Anhängerform. So, was kriegen wir? Einen Elefanten! Oh, das ist schön. Ich glaube, unseren neuen Anhänger machen wir zum Elefanten. Oh nein, ich habe Sepa verloren. Oder das Flöt. Das war ja auch der Run, den ich... nicht mehr, der abgestürzt ist. Egal. So, einer noch. So, jetzt gehen wir erstmal zurück zur Sekte. Kochen was. Aber mir fehlt halt wirklich nur noch ein Kristall. War ein guter Run. War ein sehr, sehr guter Run. Weil ich wirklich das Gefühl habe, das ist das einfachste Gebiet. Merkwürdigerweise. Das ist Gebiet Nummer 3 und das ist am einfachsten. Sollte es wirklich daran liegen, dass ich viel Glück bei den Waffen habe? Wir gehen mal zu Ashura. So, die pennen jetzt alle. Agretzko wird beerdigt. Nacht- und Nebelaktion. Dass ich halt diese Leichen, die Gräber auch nicht wieder recyceln kann hier aktuell. Seid ihr eigentlich schon zurück? Ihr seid zurück. Oh doch, Sepa hast du mir da gelassen. Interessant. Egal, wir sammeln erstmal einen guten Scheiß. Ah, ich wollte kochen, stimmt. Heute kochen. Das geht jetzt mal vor. Die kriegen jetzt erstmal alle Frühstück. Übergeben wollen wir nicht. Krankheit wollen wir eigentlich auch nicht. Aber was habe ich für eine Wahl, ne? Halt, Moment. Nein, 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 nein. Bin ich denn doof? Okay, ich habe nicht so viele Wahl, okay. Wir pokern hoch, ich gebe es zu. Ich segne dich. Oh,
bist gar nicht krank geworden. Keiner ist krank geworden. Oh, super. Tentara? Tentara? Ich segne dich. Ja. Hör zu, Anführer. Ich mache es kurz. Ich will der Glaubensvollstrecker sein. Lass mich beweisen, dass ich der Richtige für die Aufgabe bin. Ja, okay. Dann wäre es ja jeder mal dran. So. Du. Holzkopf. Ich habe dich schon gesegnet. Okay. Habe ich nichts gesagt. Zähnchen, mein Lieber. Ich habe es geschafft, Anführer. Ich bringe das Gewünschte von meiner Mission mit. Ich habe auf meiner Mission 16 Stück Fleisch und 32 Keulen Fleisch gefunden. Gut gemacht, Zähnchen. Ich bin stolz auf dich. Zähnchen. Ich segne dich. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Und Zähnchen. Für deine Mühen. Hier. Zähnchen. Du. Haben wir noch was zu essen da? Nein, wir haben nichts mehr zu essen. Zähnchen. Du gehst jetzt schlafen. Ich habe dir... Wie habe ich Roggen gesprochen? Ich hab's geschafft, Anführer. Ich bringe das Gewünschte von meiner Mission mit. Ich habe auf meiner Mission 44 Knochen gefunden. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Und jetzt, oh, du hast schon geschenkt. Deswegen kann ich dir geschenken. Egal. Zähnchen ist sowieso der höchst graduierteste hier. Jetzt pennen. Hat er das Kring gerade voll gemacht, während ich es leer mache? Geil. Mir fällt gerade auf, habe ich nicht ein Klo von gebaut? Ich habe ein Klo. Oh, scheiße, dann hätte es gereicht. Dann hätten die Kristalle gereicht für die Aufgabe am Leuchtturm. Egal. Hätte Fahrradkette. Bitte was? Halt, stopp, Orli. Ein Scheißdreck machst du. Du nimmst doch hier keine 600 Gold mit. Ich glaube, es hackt. Will der Geld mitnehmen? Ich glaube es nicht. Was denkt er sich? Das ist mein Geld. Das habe ich ordentlich abgegriffen hier bei meinen Gläubigen, ja? Will er mein Geld haben? Ich glaube es nicht. Soll er seine eigene Sekte aufmachen, wenn er Geld braucht? Also wenn er erstmal aus dem Knast rauskommt. Oh. Du bist krank, Quali. Du gehst jetzt in Quarantäne. Ich kann nicht zulassen, dass du hier irgendwen ansteckst. Oder ist er noch wer krank? Mickey! Erstmal segne ich dich. Und jetzt, husch in Quarantäne. So, ich wollte mir... Ich hab Missionar 3 schon. Das ist ja doof. Was mache ich denn dann? Hab ich den Beistuhl? Was habe ich hier unten noch auf? Nur die Deko. Scheiße, so.
Das Ernte-Totem wird die das Wachstum Tempo Vogelscheuchen fallen. Ach, die habe ich noch nicht. Habe ich hier bis jetzt eine Vogelscheuche? Okay, na dann. Da kriegen wir nämlich ein bisschen Fleisch noch an. So, ich segne dich, Flauschi. Oder bist du Sterni? Du bist Flauschi. Ich glaube, Sterni ist auch schon tot. Okay, ich kann die Häuser schon mal nicht abernten, solange man drin liegt. So, bauen wir hier noch die Vogelscheuche. Oh Gott. Flimmert das denn so? Und dann brauchte ich noch, was war es? Holz? War es Holz oder Stein? Ich hoffe, es war Holz. Es war Holz. Und apropos Holz, ich werde mal gleich eine Bestellung auf Tentara. Habe ich dich schon gesegnet heute? Ich habe dich schon gesegnet heute. Sind denn noch Häuser offen? Ja. Oh, ganz schön viele. Stimmt, ich hatte mehr glaube ich. Puti. Bitte verschone mich. Oh. Dich nennen wir Sepa. Ich hatte überlegt, ob ich dich Flöte nenne. Moment. Das Flöte. Das Flöte war, glaube ich, das hier. Es geht so in Flötfarbe, ne? Das Flöte von Captain Blaubeer. Moment. Blöd. Komm, lass mich nicht ins Spiel. Da. Kann man es erkennen? Ich hoffe es. Das flöht. Das ist eher lila. Aber mehr so ein helles Lila. Deswegen würde ich sagen, das. Und dann nenne ich dich das Flöt. Beziehungsweise Flöt nur. Ich nenne dich Flöt. Flöt. Variante wählen. Was haben wir denn beim Flöt? Oh yes, wir nehmen das Punkerflöt. Wir nehmen das Punkerflöt. So, was magst du? Es wird 15% leichter, die Stufe zu erhöhen. Sehr schön. Und Koprofil. Erhalte 10 Glauben bei Erkrankungen. Ja, okay. Du wirst dich in Zukunft um die Farm kümmern. Flöt. Ich inspiriere dich. Ich frag mich ja, ich hatte ja die Auswahl auch des Anmeckerns. Ne, Flöt ist es immer noch. Kann man damit auch die Loyalität erhöhen oder was macht das? Baalzebub, bekehre mich zu deinem Kult. Ich werde deinen Lehren treu folgen. Okay, bevor wir was machen. Wir haben nämlich schließlich was Neues gekriegt. Da. Den guten alten Benjamin. Oh, in Anura fehlen mir auch noch 2. Ja, ich müsste vielleicht nochmal zu Anura irgendwann. Oh, das ist der Wüstenfuchs. Der Fennekfuchs. Da habe ich nämlich mit der anderen Sekte. Den, ich tippe, das sieht für mich aus wie ein Frosch, wenn er eine Silhouette. Einen Frosch habe ich noch nicht. Haben wir hier noch? Sieht aus wie eine Katze oder wie ein Hamster. Das ist keine Ahnung. Was haben wir denn noch? Seidenwiege hat nur 3. Okay, ein Bärchen vielleicht. Und du siehst aus wie ein Pinsir. Egal.
Und hier oben sind auch noch so viele offen. Was haben wir hier denn noch? Ein Bonbon. Eine Eistüte. Eine Krabbe. Ein Stier. Vielleicht das Kacke-Emoji. Oder das ist Eis. Und ein Stern. Okay, hier unten wird es scheinbar bizarrer. Ab hier würde ich sagen. Egal. Wir wollten aus dir einen Elefanten machen. Was hast du für Varianten? Nenn ich Farben. Okay, okay, wir müssen ihn Benjamin nennen, weil wir haben hier eine rot-graue Kombination. Tut mir leid. Wir machen aus dem Benjamin. Türö. Nein, nicht Brill. Benjamin. Ich habe übrigens noch nicht geguckt, wie das andere Streamer machen. Bei Pixel wird, habe ich mitgekriegt, dass da seine Community mit involviert. Bietet sich jetzt hier aus gegebenen Gründen nicht an. Ha. So, erhält Rekrutierung perfekt. 10 Glauben gratis auf die Kralle. Und wird langsam mal wieder gesund. Und du kümmerst dich um. Die Steine. So. Oh Gott, schon wieder der Tag rum hier. So, bevor Flauschi stirbt, machen wir mal eine Predigt, würde ich sagen. Dann habe ich hier noch ein Ritual. Ach so, stimmt, es wollte ja wer. Es wollte ja jemand Vollstrecker werden. Moment. Das muss Atze sein, oder? Bisa ist lang. Ja, es ist Atze, schade. Bisa kommt nämlich leider nicht mehr zur Kirche. Atze wollte auch Mitglied. Wollte Vollstrecker werden, okay. Von mir aus, Atze. Mach einen ordentlichen Job, ja? Verkack's nicht. Ich bitte dich. So. Muss ich sagen. Noch eine Predigt. Okay, und gut ist. Irgendwer ist da aufgestiegen. Du da. Du ehrst mich, großer Anführer. Ich bin dir ewig dankbar. Hat dich gesegnet heute? Nein. Das ist so knapp. Irgendwer ist da aufgestiegen. Das habe ich doch ganz genau gehört. Egal, bestellen wir hier erstmal Sachen. Mal Holz. Einmal Stein. Einmal Gold. Und halb Holz, halb Stein. Oh, Moment. Warum finde ich den nicht, der aufgestiegen ist? Egal. Auf zu Blippo. Blippo! Ich verkaufe Biblo. Blippo oder Biblo? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber vielleicht verkauft er ja auch Kristalle. Wer weiß das schon? Dö! Nee, moin moin! Nee, moin moin, nicht? Hör zu, Laumkotlet, du schuldest mir ein Schiff.
Die Bischöfe sind schon ziemlich fiese Typen, aber dafür halten sie die Wasserwege offen und sorgen dafür, dass der Handel in dieser Gegend floriert. Aber da du ja hier herumläufst und sie tötest, öffnet das allen möglichen Monstrositäten und Bestien Tür und Hof, meinen Waren zu versenken. Furchterregende Dinger sind das. Mit knirschenden Zähnen und übelriechendem Gestank und Fratzen, die mich gerinnen lassen. Genau wie meine Schwiegermütter. Du machst also am besten wieder gut. Das ist alles wieder gut. Jedes Mal, wenn ein Bischof stirbt, nimmt ein fieses Monster, das sein Zeuge genannt wird, seinen Platz ein. Zu seinem Glück kennt Blippo Leute, die ein hübsches Sümmchen für das Auge eines Zeugen zahlen. Besorge mir die Augen dieser Monster, dann kaufe ich ein neues Boot und wir sind quitt. Und du musst dafür bloß an den Ort zurückkehren, wo du einen Bischof erledigt hast, die wilde Bestie besiegen, die dort aufgetaucht ist und mir ihre Augen bringen. Ganz einfach. Okay, dann habe ich mich schon mal gehört, den gibt es nicht von den Typen selber. Sondern die gibt es für die Zeugen. Was kriege ich? Ich meine, bis jetzt hatten wir nur einen Automaten davon und der war ausverkauft. Okay, ein kleines Bärchen. Ich habe das erste schon wieder vergessen, leider. Sorry. Oh, und das war's schon? Oh. Die blöden Kristalldinger können mir erstmal egal sein. Die Bombe. Hinterlasse beim Abrollen einen Sprengsatz. Den nehmen wir. Langsam füllt sich mein Kartensatz. Ichor-Spur. Hinterlasse beim Abrollen schwarzen Ichor. 10 Sekunden Abklingzeit. Okay. Und du? Der Seelenfänger. 10% Chance auf Heilung beim Töten eines Gegners. Oh, das ist super. Okay. So, ich nehme mal an, dass jeder Zeuge, dass ich in jedem Gebiet nur ein Auge kriegen kann. Das ist jetzt meine Vermutung. Und für jedes Auge kriege ich wahrscheinlich wieder so ein Stück für so ein Vlies. Und ja. Ja, das ist eigentlich schon alles vom Lied. So, dann gehen wir jetzt mal zum Spinnengebiet, würde ich sagen. Warum ist es schon wieder Nacht? Ich warte vielleicht erstmal. Warum sind die schon wieder alle krank? So, hier. Fangen wir mal. Fäkalien, ja, okay. Ich brauche Fäkalien. Na! Ah! Ein verkackt, okay. Ein verkackt. Erschöpfung kann ich nicht gebrauchen. Krankhafter Durchfall sollte okay sein. So. Kümmern wir uns um dich hier. Du wolltest mich beklauen, ja?
Schon wieder alles voll. Perfekt. Ich meine, ja, ganz ernsthaft, ich brauche... Ich will hier nämlich die anderen Häuser ausbauen. Erstmal segne ich dich und dann schicke ich dich ins Bett. Ab ins Bett. Aber wenn ich drüber nachdenke, ich habe eigentlich genug Glauben momentan. Wobei ich kann es ja alles noch beschleunigen. Habe ich die schon gesegnet für heute? Nein? Ich habe mir gerade anders überlegt. Ich behalte den Code erstmal noch für mich. Was komisch klingt, wenn man es laut ausspricht, aber... So. Erstmal das. Ich bin ja gerade am überlegen, ob ich wiederbelebe, aber jetzt ist natürlich doof. Rituale. Da ist wer aufgestiegen, ich habe es ganz genau gehört. Ja, komm. Es sind nur 10. Atze ist aufgestiegen, wie es scheint, oder? Wer ist denn dieses Mal dran? Shelly. Shelly habe ich schon so oft verschoben. Ich glaube, jetzt wird es mir mal wirklich Zeit. Aber Gretzko ist halt auch Level 11. Sorry. Shelly, du bist die Nächste. Versprochen. Komm zurück, Herr Gretzko. Let's go. Ich segne dich. What? Wann bist du alt geworden? Jetzt muss auf jeden Fall noch rausfinden, wer hier aufgestiegen ist. Du leuchtest. Leuchtet sonst noch wer? Leider funktioniert diese Falle immer nur für einen. Nein. Haben wir es auf dem Klo gebetet? Egal, ich will es vielleicht gar nicht wissen. Du! Ich wusste auch, es müssten mehr als einer sein, der aufgestiegen ist. Gucken mal. Was will ich denn? Agretzko? Nein, Agretzko ist gerade frisch wieder belebt worden. Honey vielleicht. Was könnte mir Honey Schönes bringen? Nichts Gutes, Tatsache. Oh, Tentara. Ich muss Tentara finden. Okay, ich mach's mal so. Ich gehe jetzt ins Spinnengebiet. Ich pokere einfach mal hoch. Nee, was für Mist? Ja, du willst das. Flöt! Großer Anführer, ich hätte gerne ein paar Blumen aus dem Düsterholz-Dungeon, wenn du welche sammeln könntest. Ja, okay. Aber nicht jetzt. Erstmal... will ich jetzt in das Gebiet hier hinten. Zwölf Gläubige. Easy. Okay. Dann hoffen wir mal, dass ich jetzt genug Knödel kriege für
Für den Missionar. Kristalle sollten reichen, es mangelt halt gerade nur an diesen Knödeln. Wollknollen. Wollknoll ist mir zu lang, deswegen Knödel. Ja, mit der Rechtfertigung bin ich zufrieden. Absolut zufrieden. Es kann nicht sein, dass das die einzigen Ressourcen sind, die ich nicht selber herstellen kann. Oh, heimelig hier. Hätte der Wut. Feuere Projektile ab. 10 Sekunden Abklingzeit. Alter, ein zusätzliches rotes Herz. Gegner hinterlassen dreimal mehr Eifer. Oh, jetzt bräuchte ich eine Eiferwaffe. Tür des Todes. Reduziert sich die Lebensenergie auf ein halbes Herz. Erlangt. Ja, okay. 2 Schaden. Vampirdolch. Ja, okay. Ich habe keine Wahl. Und Totenwächter. Okay. Was erwartet mich? Oh. Oh mein Gott, aus den Dingern schlüpfen Sachen. Okay, ich weiß noch nicht, was ich machen muss, um Spinnweben zu kriegen. Was ärgerlich ist. Okay, diese Dinger in der Mitte sahen eigentlich ganz vielversprechend aus, aber scheinbar hatte ich Pech. Okay, der Dungeon ist auf jeden Fall wieder ein bisschen zackiger, sag ich mal. Habe ich das Gefühl, ich kriege mehr auf den Sack. Obwohl, wenn ich mir da oben meine Leben angucke, scheint das... Scheint das getäuscht zu haben. Eine Seidenwiege. Ja, die Ressource suche ich gerade, die ich da brauche. Vielleicht die Dinge? Come on. Ich brauche eine neue Ressource. Warum wird der Dungeon plötzlich dunkler? Ey, wie kann es sein, dass ich nicht einmal diese neue Ressource kriege bis jetzt? Gut, wobei bei den Pilzen war es ähnlich. Da musste ich erst einen NPC finden, der mir quasi geholfen hat. Beziehungsweise das so richtig freigeschaltet hat. Blumenkohl gekriegt. Wo kommt der Blumenkohl denn jetzt her? Wahrscheinlich aus der Truhe, wenn ich raten müsste. Okay, hier hätte ich Heilung. So, wie ich verlasse wahrscheinlich gleich den Abschnitt. Ich hoffe, dass ich bis dahin diese Heilung, die ich da gefunden habe, nicht brauche.
Kann das sein? Also ich gehe mal jetzt wirklich davon aus, dass ich einen NPC finden muss. Aber dadurch, dass ich das nicht hundertprozentig sagen kann, muss ich natürlich trotzdem alle Sachen kleinschnetzeln, die ich finde. Ja, okay. Pech gehabt. Ah, dieses kranke Herz, das habe ich auch irgendwie jetzt dauerhaft. Aber warum? Wo kommt dieses kranke Herz her? Egal. Kriege ich nicht raus. Ich könnte wahrscheinlich im Internet nachschlagen, aber... Come on, wo wäre da der Witz? Wir gehen hier lang. Weil es ist der cheapeste Way zum ersten Miniboss. Wenn ich ehrlich bin. Wähle ein halbes rotes Herz. Wähle ein blaues Herz. Ich wähle das blaue. So. Zick. Au, doch, es gibt ein Vlies, was mich noch potenziell interessieren könnte. Nämlich... Ich meine, es gab ein Vlies, was alle roten Herzen in blaue... nee, die doppelte Menge an blauen Herzen verwandelt. Und ich habe langsam das Gefühl, es wäre inzwischen gar nicht mal so verkehrt, wenn ich dann vielleicht noch diese zwei extra blauen Herzen dazu kriege, die ich hier scheinbar habe. Wäre das eigentlich ganz cool. Weil dann hätte ich 10 blaue Herzen. Die muss ich auch erstmal verlieren. 30, hier kriege ich 30. Wie geil ist das denn? Und ich kann was bauen. Aber ich weiß nicht mal, was ich bauen will. Wenn ich hundertprozentig ehrlich bin. Immer noch keine Spinnenseide. Oh. Sei erwartet bei den Felsen des dunklen Meeres am Fuße des langen Jähensturzes. Oh, Graus. Im Schlund der spitzgezahnten Bestien das Stottern des Herzes. Dann war es aus. Er war der fünfte. Der fünfte Bischof des alten Glaubens. Unser Bruder Narinda. Doch im Lauf der Jahrtausende wurde er mit seiner Rolle immer unzufriedener. Er begann zu zweifeln. Er war unersättlich in seinem Ehrgeiz. Und in meinem Leichtsinn liebte ich ihn. Deswegen verlor ich meinen Verstand. Deswegen verlor er seine Freiheit. Kannst du einen solchen Verrat fassen, Lamm? Die Deinen, die sich gegen dich verbinden? Würdest du das gerne herausfinden? Er war der Fünfte. Der fünfte Bischof des alten Glaubens. Unser Bruder Narinda. Anführer, es tut mir leid. Was machst du mit ihm? No way! Beruhig dich. Ich hab die Spinnenseide. Wupp, wupp. Wenigstens etwas.
Ich habe ihn getötet. Ich habe Hanni getötet. Bin ich jetzt Witwer? Ich meine, ich war mit Hanni verheiratet, aber... Doch, ich glaube, für Witwenschaft ist es egal, ob man den anderen umbringt oder ob man... Ich glaube, als Witwer ist man nur quasi gekennzeichnet als derjenige, der überlebt hat. Oder? Und wie ist das eigentlich in der Polygamie? Ich meine, ich habe ja noch Butters. Ich habe ja noch einen Ehemann. Es ist ja nur einer von zweien tot. Bin ich trotzdem Witwer? Moment, warum stelle ich mir überhaupt diese Frage? Ich bin der Kultanführer. Natürlich bin ich Witwer. Alle Vorurteile zu mir. Das ist auch ein interessanter Raum. Ich glaube, wäre ich dem Rand zu nahe gekommen, beziehungsweise wären die gelben Kugeln gefallen, hätte ich wahrscheinlich Schaden genommen. Das ist interessant. Neuer Cliff. Oh, jetzt fließt die Spinnenseite. Was hast du für mich? Eiferaxt? Klingt verlockend. Gnadenloser Panzerschuh. Weg des Rechtschaffenden. Ein Projektil der... Nein, ich nehme die Axt. Ich meine, ich habe jetzt mit dem Hammer umgehen gelernt. Da ist die Axt. Au! Okay. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Genau, deswegen habe ich die Eiferaxt gesehen. Habt ihr den Zuwachs halt gerade gesehen? Alter Falter, das hat sich gelohnt. Gut, da geht's zum Boss. Kümmern wir uns mal ein bisschen um. Oh, ey, das ist ja mal ein krasser Zuwachs. Okay, ich habe gut viel Seide. Gut viel Seide klingt falsch. Ich habe viel Seide gesammelt auf einen Schlag. Plötzlich. Plötzlich war die Seide da. Die darf ich nicht verlieren. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich will oder darf sage. Ich habe mehr Schaden genommen, als mir lieb ist, ehrlich gesagt. Gerade. Na, kriege ich vielleicht nochmal Spinnseide? Wahrscheinlich. Doch, da, hier. Oh, sehr schön. Das müsste doch für Missionar 3 reichen, oder? Okay. Okay. Versuchen wir es. Hat der Gegner da gerade Spinnenseide losgelassen? Gib mir das. Oh mein Gott. Wir sehen uns zu Hause. Hatte der Koteletten? Was haben wir denn hier? Gold. Rote. Oh, rote Beete ist neu. Ich nehme die rote Beete.
Come on, gib mir Seide. Yes. Oh, yes. Oh mein Gott. Ich habe auf einen Schlag mehr Seide gekriegt, als ich aktuell Kristalle habe. Gehen wir. Gut. Die Frage ist, was will ich mit der Seide machen? Ich glaube wirklich, es ist am klügsten, wenn ich die zwei letzten Gebiete beim Wechsel mache. Weil dann kann ich nämlich beides farmen für die Minen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es ist wirklich das Klügste. Weil die Holzminen brauchen Kristalle und die Steinminen die Spinnenseide. Kines, ich bin wieder da. Ihr habt schon wieder Hunger? Das ist euer scheiß Problem. Fein. Was will ich denn machen? Was will ich denn machen? Was? Machen wir einen Beistuhl? Oder was habe ich noch? Die Flamme brauche ich halt nicht mehr. Lass das reinige Feuer lodern und ernte mehr Hingabe. Weil ich habe ja schon viel Hingabe. Heilquartier... Ach komm, machen wir das. Was soll der Geiz? Deswegen habe ich gesagt, was soll der Geiz? Heilquartier habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Was will ich denn jetzt machen? Einfache Deko vielleicht? Schalte einfache Dekorationen frei. Eine Sammlung einfacher Dekorationen zur Verschönerung deines Basislagers. Pff. Knochendeko. Schalte Knochendekorationen frei. Eine Sammlung furchteinflößender Gebäude aus den Knochen deiner Gegner. Einige Dekorationen gewähren deinen Anhängern bei Bewundern Glauben. Ha. Aber ich brauche nicht noch mehr Glauben. Mit der Farm bin ich eigentlich aktuell auch zufrieden. Ich glaube, ich will den Beistuhl bauen. Ist irgendwas von Interesse noch? Nee, ich will den Beistuhl bauen. Habe ich festgestellt. Ich bin halt an so einem Punkt angekommen, wo ich einfach nur noch Quatsch bauen kann. Ach halt. Hatte ich nicht noch wen auf Mission geschickt? Nein, okay. Ich will niemanden. Okay, lassen wir dich erstmal aufsteigen. What? Hier fehlen immer noch zwei Sachen. Was ist das? Irgendwas mit einer Stufe 3? Hier fehlen auch noch... Okay, scheinbar gibt es mehr Sachen. Habe ich gerade das Gefühl... Moment. Weil das Ding ist das einzige mit einer römischen 3. Aber die Dämonenbeschwörung ist ja bei Glauben. Eine römische 3, oder? Oder sollten das zwei römische... Ich würde sagen, ich sehe einen dritten Strich. Egal. Da. Ah, nee. Okay, okay. Nee, dann ist es doch die Dämonenbeschwörung. Ich hätte schwören können, die Dämonenbeschwörung ist... ist bei Glauben, aber ist es dann nicht. Bei Glauben habe ich dafür jetzt das, aber ich baue erstmal... Ich baue erstmal... das Ding um.
Ja, dafür verbrauche ich halt meine ganzen... Moment. Ich hatte auch 24 Kristalle. Die ganzen Kristalle hin. Egal. Was habe ich gebaut mit Kristallen? Ich hatte auch 24. Ja. So, bauen wir noch einen Beichtstuhl. Wo baue ich den Beichtstuhl hin? In die Nähe vom Friedhof. Und in der Nähe von der Kirche und dem Dämonenbeschwörungsplatz. Während die hier alles bauen, werde ich hier mal ein bisschen abernten. Ach shit, ich muss noch nach Düsterholz. Das Klo schon wieder voll. Ihr sollt das schöne Klo benutzen und nicht das olle. Ernsthaft? Da war ich ein Klo mit... Ihr habt ja richtig hier abgeholzt. Bei... Oh! Nicht nur abgeholzt. So. Wir machen das hier eben. Für manche Sachen brauche ich ja inzwischen Gold. So, und jetzt bauen wir da unten noch die... die Holzminen. Bis hierhin gebaut? Ich glaube ja, ne? Eins, zwei, drei, vier. Ja, muss ich ja dann. Beichte abnehmen. Wem will ich denn die Beichte abnehmen? Nehmen wir sie Flauschi ab, weil Flauschi steht kurz vorm Aufstieg. Oder Mickey? Flauschi. Okay, ich kann wirklich nur einmal. Ich wollte es nur mal gucken. Ich weiß, es wurde gesagt, aber ich wollte es auch wirklich für mich nachschauen. So. Ich glaube, ich will das nochmal machen. Dass ich mir um die hier keine Sorgen machen muss. Dann lassen wir jetzt gleich mal wieder auferstehen.
Ja, machen wir das für die Auferstehung und dann das mit der Hingabe und dann geht's Blumen sammeln im Düsterholz. So, Shelly hatte ich versprochen, ne? Dann los, Shelly. Und jetzt sollt ihr mal schön für mich beten. Ich bin Witwer. Ich sollte vielleicht wen heiraten. Nein. Ich habe gesagt, ich heirate nur, wenn mich meine Anhänger danach fragen. Und dabei bleibe ich auch erstmal. Vielleicht mache ich, wenn ich den dritten Gott besiegt habe, oder vielleicht erst nach dem vierten so eine Massenhochzeit. Predigen wir. Ist keiner aufgestiegen? Jetzt haben mich auch lange keiner mehr gefragt nach Deko, fällt mir auf. Was sah Benjamin da gerade so grummelig aus? Deswegen, ich glaube, ich werde jetzt mal kurzerhand hier gleich eine Deko aufstellen. Nämlich diese komische, das Pilztotem. Wen schicke ich denn weg? Agretzkopf? Oh mein Gott. Die Reihe ist lang, aber leider nicht das dabei, was ich am meisten bräuchte. Ich will immer noch wen losschicken mit dem Fleisch. Aber nicht die ganzen Anfänger. Tabaluga muss ich anquatschen, okay. Hirse schicke ich mal los wegen Fleisch. Kann ich Tabaluga hier gerade irgendwo sehen? Ja, aber die Vogelfalle ist wieder voll. Machen wir doch das gleich mal an. Flauschi ist tot. Wir schicken vorher, bevor wir Flauschi begraben, schicken wir noch einen weg. Nochmal wegen Fleisch, würde ich sagen. Da fehlt mir irgendwas anderes Spannendes noch. Atze muss noch rumlaufen. Roggen. Wie sieht's mit Roggen aus? Roggen kann Fleisch holen, sehr schön. Lassen Sie sich mal zu stark abgelenken. Geht doch mal weg von der Leiche da. Warum haben die schon wieder alle Hunger? Was soll denn das? So. Mal ziehen. Immer fressen, fressen, fressen. So. Was machen wir? Was ist das denn? Hallo? Mit der roten Beete. Ah, okay. 100% Chance, dass sich die Anhängerloyalität erhöht. 100% Chance, dass ein abtrünniger Anhänger sich wieder einreiht. Oh, sehr gut. 50%, dass sich die Anhängerloyalität. Okay, mach mal. Davon 4. Und dann machen wir den krankhaften Durchfall noch.
Oh, das hat wirklich perfekt geklappt. Tabaluga ist aufgestiegen, sehr schön. Okay, ich muss rote Beete anbauen. Und der letzte geht hier auch nochmal auf Fleischsuche, weil Fleisch brauche ich scheinbar dafür auch. Fleisch. Serena! Hol mir Fleisch. Bitte. So, holen wir dich erstmal hier ab. Bekehre mich zu deinem Kult. Ich werde deinen Lehren treu fallen. Okay. Wir nennen dich Peter. Peter. Du weißt am besten warum. Und verliere Glauben bei Erkrankung. Ja, okay. Du wirst dich in Zukunft um das Veredeln kümmern. Aber erstmal segne ich dich. Okay. Gehen wir noch schnell Blumen sammeln. Ihr solltet hier auch schön aufessen, wenn ich euch was koche, ja? So, das sollte ein Klacks werden, oder? Ach, verdammt, ich wollte das Dings bauen. Das machen wir heute noch. Das Pilztotem bauen. Wir bauen heute auf jeden Fall das Pilztotem noch. Dass wir da auch nicht mal wieder eine Quest abschließen können. So, was kriege ich? Krankes Herz. Einem. Nur Schaden, kein Zweistern. Okay, einfach nur Schaden. Fein. Ohne eine Rare-Bombe. 5% Abklingzeit. Hinterlasse beim Abrollen einen Sprengsatz. Sehr schön. Also eine Sonne. Am Tag erhöht sich der Schaden um 20%. Yes. Gegner erleiden Schaden, wenn du gegen sie rollst. Perfekt. Leider haben wir jetzt gerade Nacht. Das ist doof. Nekromantendolch. Ja, okay. Dolch, inzwischen meine ungeliebteste Waffe, weil sie keine Reichweite hat. Okay, wir haben schon mal zwei, fehlen noch 8 Blumen. Und wenn ich mich richtig erinnere, werden Questgegenstände nämlich auch nicht... Oh! Der Zähler... Moment. Warum ist der Zähler von den 24 nicht runtergegangen? Ich habe doch gar keine Kristalle mehr. Zählt er die insgesamt? Werden die schon automatisch verballert? Für die Quest? Und hatte ich deswegen nur so wenig? Ha. Huh. Hoffentlich ist es kein Bug und dass ich jetzt nicht mehr... diese Quest folgen kann. Zumindest nicht vorerst. Muss ich mal im Auge behalten. Oh, das war die Geldstatue. Ja, okay. So funktioniert also. Die Statue gewährt dir einen Überfluss an Nahrung. So, und jetzt kann ich dich doch bestimmt beklauen, oder? Aber ich kann dich nochmal bezahlen. Ich meine, warum nicht, ne? Ey, es ist halt echt eine Slot-Maschine.
Statue der Bestie gibt dir folgendes. 33 Gold. Das heißt, ich hab... Ah, oh, und jetzt ist alle? Nee. Die Statue der Bestie gibt dir folgendes. 7 Holz und 7 Stein. Was kannst du mir noch geben? Wird aufgeladen. Kann ich die nicht immer benutzen? Okay, ich komme hier nochmal wieder. Weil bis jetzt habe ich... Ich habe sie erst einmal getroffen und da habe ich sie beklaut. Und dann heißt es nur, sie ist böse. Deswegen will ich das natürlich dieses Mal nicht machen. Oh, come on! Okay, scheinbar willst du nicht mehr. Ich komme nochmal wieder, wenn ich das abgeschlossen habe. Will ich noch nicht beklauen. Wird aufgeladen. Dings mehr. Oh, ich bin durch. Eine Blumenhalskette nur? Wie langweilig. So, ich will jetzt nochmal einmal kurz zu der Statue. Und wenn sie mir nichts mehr gibt, dann beklaue ich sie. Nein, 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 nein. Wir sind mal fair. Wir sind aber dieses Mal ehrlich, weil ich gerade nicht weiß, ob es noch... Ob es irgendwelche Negativfolgen hatte, wenn ich sie beklaut habe, außer dass ich halt nichts gekriegt habe. Das weiß ich nämlich gerade nicht und ich will jetzt mal dieses Mal nicht riskieren. Wo gehen wir mal hin? Ich glaube, ich gehe zum... Damn. Wir gehen zum Fragezeichen. Ich hatte überlegt, ob ich zum Anhänger... Ne, wir gehen zum Anhänger. Ich habe mich entschieden, wir gehen zum Anhänger. Egal. Weil beim Anhänger gibt es auf jeden Fall Blumen. Und ich brauche noch 2 Anhängerformen von hier. 2 Stück. Ach. Wofür sind die Herzen gut, wenn man sie nicht weggeben kann? Ich dachte einst, dass ich meins für mich behalten würde. 2 Kinder hatte ich. Das war echte Liebe. Und doch wurden mir an einem trüben Sommertag meine wunderbaren Kinder weggenommen. Ein Geschenk, sagten sie, für den, den sie am meisten lieben. Jenen, der wartet. Ich weinte. Ich klagte. Aber wie kann man sich einen Gott verweigern? Wo immer sie sind, ich hoffe, dass sie genau so fromm und liebevoll sind wie ich. Nichts ist sicher aus die Zuneigung, die man im Herzen trägt. Ambrosia. Okay. Eine neue Tarotkarte. Kching. Schade. Oh, hallo. Das nehme ich mit. Oh. Walt ist gestorben. Das ist nicht schön. Ich hatte ja gehofft, dass ich hier alle Blumen kriege, aber ich kriege wahrscheinlich gerade mal die Hälfte, wenn es gut läuft. Komm schon. 2, eine. Vor allem das Nervige ist, dass ich die halt frisch sammeln muss. Ich habe ja mehr als 10, aber...
Au. Geh mal runter. Hallo du. Den Hammer. Egal, was du mir anzubieten hast, ich nehme den Hammer. Der hat mir schon so gute Dienste geleistet. Bam. Oh, come on! Wie kann denn die Drop-Chance für diese Blumen momentan so schlecht sein? Okay, scheinbar kriege ich im Dungeon kein Fleisch von den Spinnen. Sondern nur von denen im Lager. Oh oh. Nicht schon wieder. Scheiße. Es ist schon wieder passiert. Und diesmal richtig festgefroren. Okay, okay, okay. Ich guck mal kurz, wo ich hängen geblieben bin. Und je nachdem, wo das ist, versuche ich es nochmal und wenn nicht, dann nicht. Ich hätte früher speichern sollen. Aber er macht ja auch Autosaves ab und zu. Er macht ja ab und zu auch Autosaves. Shit. Ich hätte nicht so viel mit der Goldstatue quatschen sollen. 2-mal am selben Tag abgestürzt. Das ist nicht schön. Und ich hatte den Hammer. Tag 83. Ich habe 6 Tage verspielt hier. Ich würde sagen, durch Düsterholz kann ich ruhig nochmal durch. Wenn ich die Quest noch habe, was ich hoffe. Ich habe die Quest noch. Ach, wie schön. Noch ein Bug. Du solltest da hinten sein, im Gefängnis. Sind ja nicht verstorben? Oh, mit Bad, das muss ich noch sprechen. Butters? Und ich segne dich und dann schicke ich dich in Quarantäne, Butters. Für dein eigenes Wohl. Ab in Quarantäne. Ich weiß, ich hätte dich nicht küssen sollen, bevor ich dich in Quarantäne schicke, aber... Okay, okay. Versuchen wir es noch einmal mit Düsterholz. Dass ich halt die Ressourcen nicht behalten habe. Oh, verdammt, ich wollte bei dem Wurmtypen ja auch noch gucken, ob der jetzt auch die Rüben hat. Weil das wäre richtig gut. Komm, Düsterholz, Speed... Holz? Warum habe ich Holz gesagt? Egal. Düsterholz, Speedrun. Hoffentlich mit 10 Blumen. Dann bauen wir noch das Pilzding und gehen nochmal zu Sozo. Haben uns unsere Belohnung abzuholen. Oh yes, der ist der Hammer. Bonusressourcen, 10% Chance, Crit zu machen. Ja, nach 20% stärker, immun gegen Gift. Sehr schön. Gib mir den Hammer. Ich habe gar nicht aufgepasst, welcher Hammer das ist. Aber egal. Hier sind leider...
keine Blumen, wenn ich das richtig sehe. Nein. Dann go! Sind hier irgendwo Blumen? Nee, ne? Nein. Wie gesagt, wir machen jetzt mal husch husch. Die letzten Tarotkarten waren halt echt besser. Aber es war nichts vor. Keine Blumen. Schade. Ich habe jetzt eine Blume. Oh, come on. Warum kriege ich jetzt so viel auf den Sack? Wir gehen nach links. Oh, hört auf zu hüpfen. Schon mal, war das der richtige Weg? Deswegen gehen wir nochmal zurück und gehen nach rechts. Wo stehen sich Blumen? 9 Stück noch. Warum ist die Ausbeute an Blumen momentan so schlecht? Ich bin halt fast tot, ja. Oh, come on! Keine einzige Blume. Keine einzige. Eine fette Null. Unzufrieden. Okay. Wir gehen den Weg. Weil bei den Gläubigen gibt es immer Blumen. Hoffentlich geben die auch Blumen. Die Präsenz von Lashy ist immer noch spürbar. Gegnerische Projektile sind jetzt schneller. Cool. Na, das hat ja gut gelohnt für mich. Gegnerische Profile sind schneller. Na, das ist toll. Okay. Geht doch. Ja, aber wir wollen jetzt nicht zu Lashy, weil sonst wird das nie was. Gott, ich habe so viel Schaden gekriegt. Okay, fürs Düsterholz ist, glaube ich, der Hammer echt zu langsam. Merke ich. Krieg zu viel auf den Sack. Keine Blume gekriegt. Komm mal, ich brauche noch 6 Stück. Ey, das ist nicht euer scheiß Ernst. Warum schon wieder nicht? Lasst mich doch Blumen ernten. Oh, ich habe nur noch 2 Herzen. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Eieieiei. Muss hier mal ein bisschen was zerstampfen. Im Eis. Was habe ich momentan? Ich habe den Nekromantenhammer. Und der Zauber.
Ein Projektil, das eine Spur schwarz nicht... Wir nehmen das Eis. Das Eis klingt witziger. So, gehen wir weiter. Gehen wir weiter, 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 weiter. Mir läuft nämlich für meine Quest die Zeit davon. Ah, Gott sei Dank, mir fällt gerade ein. Die sind ja alle unter Drogen. Das heißt, ich verliere Gott sei Dank keinen Glauben, wenn die Quest fehlschlägt. Was ist? Okay. Irgendwas sagt mir, das sollte auch nicht so sein. Den Esel habe ich schon. Verschwinde. Wir sehen uns zu Hause. Fehlt halt echt noch die Hälfte an Blumen. Das ist so ärgerlich. Aber mir geht es jetzt tatsächlich dadurch besser, dass ich weiß, die stehen noch unter Drogen. Das heißt, die merken gar nicht, dass ich versagt habe. Dementsprechend sind sie nicht sauer auf mich und das ist gut. Ich glaube nicht, dass ich hier den Zeugen besiegen kann. Also ich kriege jetzt irgendwo noch Fettheilung. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht mal, dass ich bis zum Zorn durchkomme. Oh, und da ist die Heilung. Sehr schön. So, in der Nacht bin ich stärker, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, jetzt soll ich mich beeilen. Was hast du für mich? Gnadenlose Axt. Wie viel Schaden macht mein Hammer momentan? 9,8. Ich würde halt meinen Schaden halbieren. Ich weiß, es ist dumm, aber ich behalte meinen Hammer. Einfach meine Heilung schon wieder verspielt habe. Aber egal. Ich wollte nicht meinen Schaden halbieren, bin ich ganz ehrlich. Ich wollte es nicht. Okay, ich habe Heilung. Oh, ich habe genug Blumen. Sweet. Okay. Dann versuche ich jetzt mein Bestes, den Typen da zu besiegen. Und ihm ein Auge abzulösen. Guter Anfang. Ah nein, das ist so einer, der abhaut. Oh, das war knapper als mir lieb ist.
Aber ohne den Hammer hätte ich es nicht geschafft. Ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich habe kein Auge gekriegt. Gold. Was haben wir hier? Bären. Steine. Nehmen wir die die Steine. Da ist das Auge. Sehr schön. Hauen wir ab. So, weil ich wollte, kann ich jetzt hier weitermachen. Auf dem Kreuzzug. Jetzt, da du den Bischof dieses Gebiets besiegt hast, kannst du deinen Weg fortsetzen. Je weiter du dich vorwagst, desto größere Belohnungen erwarten dich. Aber Vorsicht, ohne die Allgegenwärtigkeit, Kronenfertigkeit, kannst du nicht zum Kult zurückkehren, bis du einen anderen Teleporter erreicht hast. Gehe nur dann weiter, wenn du gewillt bist, deinen Kult für längere Zeit zu verlassen. Und daran scheitert es halt. Die haben halt ständig Hunger. Und wir gehen nicht weiter, Tatsache. Ich will das mal irgendwann machen, aber ich bin halt jetzt echt nicht in der Verfassung dazu und mein Kult halt auch nicht, wenn wir ehrlich sind. So, jetzt machen wir hier noch eine kleine Abschlussrunde. Das heißt, ich beerdige jetzt, Gott, wer ist denn jetzt gerade gestorben? Ward? Ist Ward gestorben? Wir beerdigen den Verstorbenen. Wir gehen zu Blippo. Achso, und ich baue hier noch dieses komische Pilztotem. Dann gehen wir nämlich zu Sozo. Eine meiner Lieblingscharaktere, ehrlich gesagt. So, was will ich denn jetzt ausbauen eigentlich? Ich glaube Tatsache die Knochendeko. Bisa ist schon wieder fast tot. Und du hast es bis heute nicht geschafft, auf Level 10 zu kommen, Bisa. Du warst der Erste. Der Erste. So, wir bauen jetzt das Pilztotem. Steht aber auch nirgendwo, dass es was gibt, ne? Wo ist denn das Pilztotem? Du hast Pilztotem gekriegt irgendwo. Kleine Pilzkerze. Pilzskulptur, das war das für Sozo. Bauen wir es in die Nähe vom Knast. Komm bis hier. Derweil werde ich mal. Wem will ich die. Bisa geht nicht mal zur Beichte. Okay, Butters. Schatz. Hast du mir was zu sagen? Hat das ganze Ding voll gemacht? Nee, ne? Das muss ein Anzeigefehler gewesen sein, oder? Der hat das schon mehr, oder? Butters, ich bin stolz auf dich. Und du seist hiermit inspiriert. Oh, stimmt, ich wollte ja ihn begraben. Es ist Ward, der gestorben ist. Schlepp, 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 schlepp. Oh mein Gott, die Gräber sind wieder voll, ne? Leiche begraben. Oh, das ist wieder frei geworden, sehr schön. Weil irgendwann werden, ich weiß halt nicht, ob das ein Bug ist, aber irgendwann werden die halt wieder frei.
Anführer, ich bin heil von... Ach nee, egal. Ich bin heil von meiner Mission zurückgekehrt. Und habe ein Opfer mitgebracht. Ich habe auf meiner Mission 16 Stück Fleisch und 26 Keulen Fleisch gefunden. Du seist gesegnet. Und jetzt geschlafen. Ich habe es geschafft, Anführer. Ich bringe das Gewünschte von meiner Mission mit. Ich habe auf meiner Mission 22 Stück Fleisch und 17 Keulen Fleisch gefunden. Serena? Du seist gesegnet. Okay, das ist ein Anzeigefehler. Geschlafen. Und, ich will kurz sprechen. Mir fällt aber gerade was auf. Ich hatte doch ein kleines Geschenk eingesammelt irgendwo. Nee, doch nicht. Dann geh schlafen. Anführer, ich bin heil von meiner Mission zurückgekehrt und habe ein Opfer mitgebracht. Ich habe auf meiner Mission 23 Stück Fleisch und 24 Keulen Fleisch mitgebracht. Okay, du seist gesegnet. Und schlaf. So, irgendwer war doch aufgestiegen. Ich hab's doch ganz genau gehört. Du! Zähnchen! Zähnchen, ich wollte dich segnen. Zähnchen! Gut, wir machen eine Regel draus. Zähnchen kriegt immer die nächste Belebung. Ah, ich brauche Rüben. Ich brauche Rüben. Du wolltest was von mir? Ach, du warst das, Flöte. Ich wusste, dass du es schaffst. Du bist wirklich göttlich. Oh, ich sehe gerade das Kloß vor. Okay, ich gebe eine Predigt. Das nehmen wir noch mit. Mickey! Gratulation zum Aufstieg. Ich glaube, du warst bis jetzt Level 2. Halt, ich muss noch zum Gefängnis. Dann braucht noch jemand seine Lektion. Dann gebe ich eine Predigt. Dann zu Blippo und dann zu Sozo. So, ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt, mein Freund. Jetzt raus aus meinem Knast. Schnell eine Predigt machen. Ich glaube, wir holen uns. Sozo ist ein guter Abschluss. Rituale. Ich meine, noch sind sie alle gehirngewaschen. Wen erwecken wir hier? Helmut? Ist Helmut tatsächlich schon der Nächste?
Nee, Honey. Honey ist im Kampf gegen mich gestorben, weil er von einem falschen Gott aufgehetzt wurde. Rufen wir Honey zurück. Willkommen zurück, Honey. Schatz. So. Will ich sonst noch ein Ritual machen, während die alle auf Droge sind? Nee, nicht notwendig. Okay. Scheiße, wo ist denn der, der aufgestiegen ist? Oh! Oh boy! Ach, dich gibt's ja auch noch. Warum haben die schon wieder Hunger? Das gibt's nicht. Die können doch nicht ständig nur fressen. Benjamin ist aufgestiegen, aber da ist noch wer aufgestiegen. Lisa, hatte ich dich heute schon... Ja, hatte ich schon. Okay. Stimmt, Lisa hatte ich ja sogar die Predigt abgenommen. Die Beichte, nicht die Predigt. Tabaluga, hatte ich dich heute schon... Hatte ich nicht. Und Tabaluga? Tabaluga, bleib doch mal kurz stehen. Tabaluga... Kriegst du ein Geschenk von mir? Bonusressourcen. Ja. Bonusressourcen. Denn ich weiß, es war noch. Warum ist das Ding schon wieder voll? Ich komme halt echt zu nichts. Nein, Flöte, ich wollte dich nicht, aber gut, dann. So, was will ich denn jetzt machen? Machen wir Dämonen-Dingsbums. Dämonenbeschwörung. Vielleicht nutze ich es irgendwann. Unwahrscheinlich war vielleicht. So, habe ich überhaupt noch ein freies Haus? Ich habe noch ein paar freie Häuser. Ich finde den einen nicht, der aufgestiegen ist. Es war doch noch Hirse oder Roggen. Ist er auch aufgestiegen? Egal, die melden sich schon, wenn sie was wollen. So, erstmal du. Bitte verschöne mich. Nein. Ich verschone dich nicht. Aber was mache ich aus dir? Oh, stimmt. Ich hatte ja zwei neue Formen gekriegt. Wirst du ein Bärchen oder ein... Oh, du machst Ärger. Du hast rote Augen. Gibt es dich in Blau? Die Happy Hippos hatten aber eher so ein Blau, ne? Oder mehr so? Eher so. Und ich nenne dich Happy. Oder wir hatten den... Wie hießen die denn nochmal? Der hat nochmal so komische Namen, Moment. Haben wir einen schönen Happy Hippo-Namen? Übrigens, ich war, als ich auf der Gamescom war, auch im Schokoladenmuseum. Und da hatten sie auch eine Vitrine voller Überraschungseifiguren. Und ohne Witz, da waren auf den ersten Blick 4 Mr. Krabs drin, aber nicht ein einziger Happy Hippo. Happy Hippos.
Schön, dass ich jetzt zu eBay komme. Purzelpeter, Pudding Pauli. Oh, den da oben hatte ich sogar. Ich weiß nicht, ob die meine Mutter noch aufgehoben hat oder ob die sie irgendwann weggeschmissen hat. Ich glaube, ich nenne dich Purzelpeter. Und da machen wir wirklich mal hier. Ich nenne dich Purzel. Habe ich gerade beschlossen. Nee. Purzel. Du bist Purzelpeter. So, nur Purzel. Variante wählen. Machen wir dich stopplich. So, du machst Ärger, das habe ich doch gesehen. Du kümmerst dich in Zukunft ums Holz. Ah, Gretzko, was willst du denn? Ich muss mich erstmal um Purzelpeter kümmern. Purzelpeter, nicht Purzelpeter. Anführer, Skeptiker und Ketzer haben ihren Weg zu unserem Kult gefunden. Sie fluchen unseren Lebenswandel. Aber sie wollen beitreten. Wollen wir sie willkommen heißen? Ja. Agretzko. Auf ein Wort. Du seist gesegnet. Jetzt ist schon wieder Nacht. Aber ich muss, bevor ich die Neuen begrüßen kann, muss ich die erstmal hier irgendwo unterbringen. Ich habe gar keinen Platz mehr für weitere Quartiere. Eieieiei. Zack. 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 Dass gleich mal klar ist, was. Muss mal neue Quartiere bauen. So. Und während ihr die neuen Häuser baut. So, holen wir dich erstmal rein. Zeuge Agaris. Bitte verschone mich. So, aus dir machen wir das Bärchen. Farbe wählen, Variante wählen. Was haben wir denn für Varianten? Hier, mit der fettigen T-Zone. Dich, Puh. Nee, wenn er nicht Winnie, dann. Nee, Puh finde ich witziger. Wenn er nicht Puh. Okay, was kannst du? Perfekt. Du kümmerst dich ums Bauen. Noch hätte ich hier tatsächlich eins frei. Interessant. Bitte verschöne mich. Klar. Form wandeln. Was können wir aus dir Schönes zaubern? Keine Spinne. Ich glaube, wir hatten lange keinen Fischmenschen mehr. Form wählen. Nein, nicht Form. Farbe wollte ich wählen. Wir machen dich grau und ich nenne dich Mac. Nun weiß ich aber gerade gar nicht. Ich glaube, mit E, ne? Dieser schreckliche Film. So. Oh, wusste ich doch. Ab in den Knast mit dir.
Gut, ihr kriegt das schon alleine hin. Wobei, jetzt bricht gleich der Tag an, dann kann ich gleich meine Belohnung von der Kretzko einsammeln. Nein. Herr Kretzko. Moment. Du! Und du bist gesegnet. Danke, Anführer. Mein Glaube an dich war gerechtfertigt. Moment, ist Butters jetzt... Nee, Orly? Alter, Orly, du hast nichts getan, außer im Knast gesessen. Wirklich. Ist unglaublich. Ich glaube, du hast jetzt gerade mal Stufe 2 erreicht, oder? Ja. Wo ist Bisa? Bisa! Bisa, ich weiß, dass du nicht arbeiten kannst. Du bist alt. Da ist Bisa. Mein guter alter Bisa. Bitte kurz die Beichte abnehmen, Bisa. Ach, das kann ich ja gar nicht. Das ging ja nicht. Er wollte mir ja nicht mal mehr die Beichte abgeben. Okay, wer ist kurz vorm Aufstieg? Tabaluga. Segne dich. So, jetzt mache ich noch schnell eine Predigt und dann geht es jetzt wirklich ans Eingemachte, nämlich zu Piplo und Sozo. Mein Gott, warum bin ich jetzt schon wieder bei 3 Stunden? Ach, scheiße. Ich wollte vor einer Stunde Schluss machen. Egal, zu spät. Okay, wir enden heute mit Sozo. Dem alten Drogi. Mein Gott, wie konnte das schon wieder so eskalieren? Es war nicht geplant, ehrlich. So, schnell noch zu ihm hier. Moin Moin. Wird auch Zeit. Schau dir das matschige Ding an. Es wird behauptet, dass diese Kreaturen alles gesehen haben, was es zu sehen gibt. Und seit Jahrtausenden schweigend darüber urteilen. Genau wie meine Schwiegermutter. Hier, nimm das. Ich hab das auf meinem Reisen gefunden. Bedeutet mir nichts, aber ein Kronträger hat vielleicht Verwendung dafür. 3 weitere noch. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Wie ich es mir gedacht habe. Oh, das ist voll. Okay, das Vlies hole ich mir beim nächsten Mal erst ab. Jetzt gehen wir erstmal noch zu Dings. Zu Sozo. Und bei Sozo machen wir heute Feierabend. Weil Sozo hat auch noch so ein Teil für uns. Ey, hat wirklich schon mal 3 Stunden vorgekriegt. Ja, nee, da gab es nichts Neues. Du hast es geschafft! Jetzt weiß ich,
dass ich dir trauen kann. Mann, ich komme aus dem Norddeutschen gerade nicht raus. Ach ja, selbst diese fiesen Lügner da draußen. Sie sehen, der Hölle ist so. Hör immer mit. Hier, nimm das. Du bist so, so besser, Freund. Du bist so, so einziger Freund. Ach, Sozo, du bist immer willkommen bei mir. Sozo kann ich jetzt vertrauen. Sozo wird sich dir verpflichten. Du wirst mich von den Lügen dort raus beschützen. Und Sozo Pizza bringen. Sozo ist glücklich. Sozo hat noch nie zuvor so viele Pilze. Ohne dich würde Sozo nie in der Lage sein, so viel auf einmal zu erwerben. Sozo kann kaum abwarten zu sehen, was passiert. Okay. Gut. Ich würde sagen, das passt doch perfekt für den Abschluss. Ich kann auch kaum warten, was passiert. Aber ich muss mich gedulden. Es geht erst beim nächsten Mal weiter. Beziehungsweise morgen im Digi-Dienstag. Dann allerdings ohne Cam. Weil Immersion und so. Und ja, für heute reicht's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ich wünsche einen fantastischen Restabend. Und eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.